Ich glaube, ich habe das dümmstmögliche Spiel aller Zeiten gefunden. Wirklich. Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Creme de la Côte. Und heute zocken wir das gloriose PlayStation 4 Spiel Arab Drift Cars. Ja! Das ist die gleiche Schriftart wie von GTA und ja, das Charaktermodell ist mal eine glatte 1. PlayStation 5 Upgrade available. Nee. Nee, das ist einfach mal gelogen. Es gibt keine PS5-Version. Zumindest habe ich keine entdeckt. Auch nicht digital zum Kaufen. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal eine, aber nein, da ist kein PS5 Upgrade available. Naja, egal. Los geht's. Ah, sorry. Genau genommen heißt es ja Arab Drift Cars 1. Ist hier ja deutlich zu sehen. Das Spiel ist sich da aber wohl nicht so ganz sicher, ob die 1 nun dazugehört oder nicht. Auf der Verpackung ist nämlich beides zu sehen. Arab Drift Cars, Arab Drift Cars 1. Genauso wie im PlayStation 5 Menü oder im PlayStation Store. Naja, grundsätzlich keine ganz schlechte Idee, ein Spiel von vornherein mit einer Nummer zu versehen. Das zeugt von Selbstvertrauen. Das sagt halt auch, Leute, keine Sorge, da kommt mehr. Das Spiel ist während der Sprachauswahl eingefroren. Okay, nochmal. Sprache Englisch und es ist Arabisch? Hä? Naja, okay, wählen wir einfach diesen Typen. Es gibt zwei Menüpunkte. Das eine ist der Instagram-Account des Entwicklers. Sehr gut, wer braucht schon Optionen, wenn man diese auch direkt von der Quelle selbst erfragen kann? Top-Idee. Also starten wir und wählen zwischen Tag oder Nacht. Und das Spiel lädt die Spielwelt. Ja, okay. Das Ganze dauert ein wenig, aber... Nee, wir laden gar nicht die Spielwelt, sondern den Auto-Auswahlbildschirm. Ah! Das ist aber schön weiß hier alles. Für Farbe hat das Budget wohl irgendwie nicht gereicht. Ach, egal. Standesgemäß nehmen wir natürlich den dicksten SUV, der da ist. Ab geht's. Wie bewege ich mich? Hallo? Also, mit dem linken Stick schon mal nicht. Hä? Wie bewege ich mich? Ah, ja, okay. Passt auf. R1 ist vorwärts laufen. L1 rückwärts. Mit dem rechten Analogstick ändert ihr die Richtung. Aber nur links und rechts. Nach oben oder unten ändert die Kamerahöhe. Und zwar invertiert. Das ist wirklich das dümmstmöglichste Steuerungsschema, was ich in den letzten 20 Jahren in einem Videospiel gesehen habe. Gratulation. Naja, lasst uns endlich Auto fahren. Okay. Es gibt so vieles, über das wir reden müssen. Zuallererst, die Kamera ist nicht fixiert. Ich weiß, das hört sich jetzt nicht so wild an, aber dass das Bild halt überhaupt nicht eurer Fahrtrichtung folgt und ihr die ganze Zeit euren Blickwinkel manuell korrigieren müsst, ist nicht nur extrem ungewöhnlich, vor allen Dingen für ein Rennspiel, sondern auch dumm. Zweitens, ja, man driftet, aber ausschließlich! Klar, das Drift in Arab Drift Cars ließ darauf schließen, dass das Spiel einen gewissen Fokus auf diesen Aspekt legt. Aber meine Fresse, es ist ja hier überhaupt gar nicht möglich, das Auto normal zu bewegen. Und drittens, die Grafik. Das seht ihr selbst, oder? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das? Das ist PlayStation 2 Niveau, wenn überhaupt. Hier mal ein paar Highlights des Spiels. Die Landschaft. Die Straße. Die Sanddünen. Die Tankstelle oder mein persönlicher Favorit, dieses Automodell bei Nacht. Nicht nur, dass die Scheinwerfer durch zwei einfache 2D-Sprites in Form eines Lichts beleuchtet werden, nein, das Auto beinhaltet auch durchgehend diesen komischen Grafikglitch an seiner linken Seite. Die ganze Zeit über. Oh, mit der O-Taste schaltet man das Radio ein. Es gibt sogar unterschiedliche Sender. Und es funktioniert sogar, wenn man aussteigt. Was ist das? Eine Art Restaurant? Schön. Immerhin ist ein Funken von Mühe zu erkennen.
Machen kann man hier halt nur trotzdem nichts. Immerhin gibt's eine Trophäe und eine erstaunlich detaillierte Facebook-Werbung für einen Imbiss namens Tysiatsche Sklanjek. Wenn der nicht mal heimlich ein paar Taler zur Entwicklung beigesteuert hat, sicherlich eine sinnvoll gewählte Marketinginvestition. Naja, okay, genug gesehen. Mal schauen, was wir hier sonst noch so treiben können. Fahren wir also weiter. Und wir stecken an dieser Laterne fest. Ja, nö. Nichts geht mehr. Kein Knopf bewirkt auch nur irgendetwas. Die Kamera spackt rum. Nur den Radiosender können wir wechseln. Super. Auch wenn wir aussteigen, können wir uns nicht bewegen. Okay, starten wir nochmal von vorn. Sprache, Englisch. Es ist wieder Arabisch. Diesmal nehmen wir diese Karre und go! Wir fahren also weiter und weiter, wir driften und wir erkunden, erfreuen uns an den schwärzesten Straßen, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe, rasen mit Topspeed von Stadt zu Stadt und besuchen Tankstellen, an denen wir nichts machen können. Außerhalb der Stadt habe ich sogar eine wunderschöne Driftarena gefunden, inklusive fantastisch detaillierter Bremsspuren, und ich bin sogar so weit gefahren, dass das Straßennetz irgendwann aufhörte. Trotz einer Stadt ein paar Meter dahinter. Ja, hier stehen zig Wolkenkratzer mitten in der Wüste herum, ohne einen befahrbaren Weg. Die arabischen Stadtplaner waren wohl noch nicht so weit. Egal, das hält uns trotzdem nicht auf. Wir fahren einfach weiter Richtung Spielweltende, soweit uns die Wüste lässt. Ich steck fest. Ach ja, das Radio. Ich hatte es fast vergessen. Aber ganz ehrlich, die Songs sind alles super, die Banger. Und so langsam, aber sicher, befreie ich mich auch aus dieser Bredouille. Also, weiter Richtung Spielweltende. Mal schauen, was es hier sonst noch so zu entdecken gibt. Eine unsichtbare Wand. Ja, okay, das war's dann wohl mit unserer Expedition. Warte mal. Ah, das ist ja gar kein Radio. Die Kreistaste ist gar nicht zum Anschalten und Wechseln der unterschiedlichen Sender, sondern für die Musik allgemein. Ihr wechselt einfach zwischen vier verschiedenen Songs und das war's. Es gibt gar keine Radiosender. Das heißt, in Arab Drift Cars 1 schaltet ihr den Soundtrack manuell per Tastendruck ein oder aus. Laufend, während des Spiels. Das ist ja mal sowas von... Sorry, ist mir scheißegal. Ich liebe die Musik in diesem Spiel. Und ja, so unglaublich spaßig es auch ist, durch diese tollen Landschaften zu brausen und den Wüstensand zu bestaunen. Was soll das? Was ist unser Ziel? Habe ich da irgendwas übersehen? Wo sind die anderen Autos? Die Bewohner? Gibt es irgendwelche Missionen, Rennen oder Gegner, die ich bekämpfen soll? Ich meine, oben rechts ist ja nun ganz klar unser Kontostand, ein Sternelevel wie in GTA, unser Lebensbalken oder auch die Art unserer Bewaffnung zu erkennen. Irgendwas muss das doch bedeuten. Vielleicht hilft uns ja die Spieleverpackung weiter. Start playing the Arab style. In the open world. Okay, ich schätze, das ist wahr. You can play in offline mode. Es gibt keinen online mode. Es gibt nicht mal Optionen. Komma, großgeschrieben, and you can explore. Drift. Okay. Race. Es gibt nicht mal Gegner. And much more. Nein. Was denn? Was ist denn dieses much more, von dem die da reden? Das ist ja mal sowas von gelogen. Ist es der zweite spielbare Charakter? Ah, sorry, ich meine natürlich Charaktor. Und ja, ich habe es tatsächlich geschafft, das Spiel auf Englisch zu stellen. Wer konnte es auch ahnen, dass der abgedunkelte Bereich der ist, den man auswählt? Immerhin hat er ganz vorurteilsfrei ein schönes Maschinengewehr um seine Schulter hängen. Und sein toller Pickup-Truck von... Atoyot. Ha, spiegeln. Copyright einfach mal sowas von ausgedribbelt. Verspricht natürlich auch extremen Abwechslungsreichtum. Oder ist es das ebenfalls auswählbare Nachtlevel, wo ihr einfach alles, und Achtung, jetzt kommt's, bei Nacht erleben könnt, inklusive der... Ja, nichts. Es gibt einfach nichts zu tun und es ist alles genau dasselbe. Leute, ich gebe ja zu, ich dachte, ich kann euch hier ein kurioses Spiel zeigen und wollte dementsprechend auch ausführlich darüber in diesem Video berichten. Aber ich habe genau 21 Minuten gebraucht und das völlig unbewusst, um alle Trophäen in diesem Spiel zu ergattern. Alle vier. Und das Beste ist, es ist das einzige Spiel, das in der Trophäenliste nicht unter seinem Namen geführt wird. Es steht da also weder Arab Drift Cars oder Arab Drift Cars 1, sondern, und wie könnte es anders sein, You Are King Drift.
Ausrufezeichen. Oh, es ist so dumm. 20 Euro, meine Damen und Herren. 20 Euro kostet die Scheiße. Wow. Was? Was ich dafür bezahlt habe? Also, nun ja, also ihr müsst ja nur $142,80. Man muss das ja auch als eine Art Investition in euch, in diesen Kanal, in Content. Ja, es war dumm. Man kann aber zumindest erwähnen, dass die physische Version von Arab Driftcasts 1 nur im arabischen Raum erschienen ist. Ich glaube sogar nur in Saudi-Arabien. Das ist für Sammler dann natürlich ein gefundenes Fressen. Gebrauchte Exemplare gibt es daher so gut wie gar nicht im Umlauf. Man bekommt es also nur neu oder extrem überteuert über den Zweitmarkt. Dementsprechend schwer ist es also, ein Exemplar davon aufzutreiben, beziehungsweise man muss überhaupt erstmal jemand finden, der gewillt ist, das Spiel nach Deutschland zu versenden. Schlussendlich gibt es also nur noch eins zu tun. Lasst uns den Tüsiatsches Glanek-Imbiss auf Facebook bewerten. Gibt's nicht. Tüsiatsches Glaniek ist polnisch, bedeutet so viel wie Tausende von Gläsern und ist der Slogan einer Werbemaßnahme der Sphinx Restaurantkette aus Warschau, Polen. Aus dem Jahr 2012. Ich glaube, es ist alles gesagt. In diesem Sinne. Oh, oh, oh.